In Düsseldorf haben am Dienstag tausende Beschäftigte im öffentlichen Dienst für höhere Löhne demonstriert. Vor der nächsten Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern wollten sie so ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Und wenn die Arbeitsbedingungen nicht besser werden, und da gehört die Bezahlung natürlich auch dazu, wird der öffentliche Dienst diesen Generationswechsel nicht schaffen. Und das heißt, für viele Bürgerinnen und Bürger, angefangen von der Schule, über viele andere Leistungen, wird der öffentliche Dienst an Qualität verlieren. Nicht, weil die Beschäftigten das wollen, sondern weil es zu wenig Beschäftigte gibt. Die Gewerkschaften fordern 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr. Die Arbeitgeber der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder lehnen das als unbezahlbar ab. Am Donnerstag sollen die Verhandlungen zwischen den Arbeitgebern der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder und den Gewerkschaften in Potsdam fortgesetzt werden.